Servus Modellbahnfreunde, willkommen zurück oder willkommen auf meinem Kanal. Ja, es gibt Neuigkeiten zur Drehscheibe. Sie ist fertig. Ich habe euch im letzten Video ja bereits gezeigt, also einen Versuch gezeigt, die Drehscheibe mit einem Decoder zu betreiben, digital. Und Leute, was soll ich sagen, ich bin sehr zufrieden gewesen und habe mich dann entschieden, die komplett umzubauen. Ich wollte dann ja noch neben dem ESU-Lok-Piloten noch zwei Gleichsperrsignale verpassen. Da habe ich ein tolles Bild im Netz gefunden von einer V200, die gerade im BW Hamburg-Altona gedreht wird. Und dann gleich noch das Wärterhäuschen der Bühne noch beleuchten. Das war so mein Ziel. Und wenn ihr das hört und das seht, dann wisst ihr, es hat funktioniert. Gehen wir gleich zum Umbaubericht. Umbau war eigentlich gar nicht so schwierig. Man muss sich nur trauen, ein paar Löcher zu bohren, wenn ihr, wie ich, zwei Signale einbaut. Beim Wärterhäuschen, wie gesagt, habe ich ein LED-Stripe verklebt und gleich die Chance genutzt und die Innenrichtung verschönert mit Revell-Farben, nichts allzu Aufwendiges. Genau. Und dann in der Bühnenmitte habt ihr hier diese Kontaktfeder, da habe ich mir plus Strom für den Decoder geholt. Kleines Loch daneben gebohrt, wo das Kabel dann durchgeht. Mehr habe ich oben gar nicht gemacht. Jetzt nicht erschrecken, bitte. Chaos pur gleich. Jawohl. Oh Gott, das sieht das schlimm aus. Nicht erschrecken lassen. Das liegt nur daran, dass ich halt noch so viele andere Bauteile zugesorgt habe. Aber wenn ihr einfach die Bühne digital betreiben wollt, dann reicht es ja, wenn ihr den Decoder an Strom anschließt und dann die Motoranschlüsse an den Motor. Der ist hier unter diesem, ja, um diesen vier Schrauben versteckt. Das heißt, die müsst ihr lösen. Dann kommen da auch gleich zwei Bauteile entgegen, die ihr nicht mehr braucht. Und zwar diesen Einraststift, sage ich mal. Und diese Feder. Das ist quasi eine Feder, ja. Die beiden braucht ihr nicht mehr, so wenn ihr es so macht wie ich. Jetzt zeige ich euch noch genau, wo der Motoranschluss ist. Weil ich verschraube es jetzt nicht mehr auf. Ja, genau hier. Da kommt auf der anderen Seite genau identisch. Da müsst ihr Motoranschluss vom Decoder anlöten. Der Mitte, das ist die. Kommt jetzt hin, danke. Der Mitte, was ihr da seht, das ist die Spule, die bei mir defekt ist. Wenn da Strom durchgehen würde, ja, genau da, würde dieser Einraststift angezogen werden. Bei mir ist die Spule lange durchgebrannt und die brennt auch irgendwann durch und da gibt es auch keine Ersatzteil für, also lasst es einfach gleich weg, Leute. Ja. Hier das schwarze Kabel ist der andere Motoranschluss auf der anderen Seite. Genau. So, bitte nicht irritieren lassen von diesem Chaos, es ist einfach nur, es sind einfach nur Kabel, ist alles in Ordnung. Sieht schlimm aus, ich weiß. Genau, da hole ich mir jetzt Strom für den Decoder. Ja, die Feder von vorher. Und Masse für den Decoder holt ihr euch von einer dieser beiden Kontaktfedern. Welche ihr nehmt, ist im Prinzip egal. Da das schwarze Kabel anlöten, wenn ihr die Normfarben nehmt. Ich glaube, bei Märklin ist es auch schwarz, bei ESU ist es auf jeden Fall schwarz. An die Anleitung gucken. Ja, und das würde schon reichen. Die vier Kabel würden reichen, damit ihr eure Drehscheibe digital betreiben könnt. Wichtig ist noch, wenn ihr eure Drehscheibe ausbaut und dann mal umdreht, diesem Bauteil hier, wo diese drei Kontaktfedern dran sind, da sind ganz viele Dioden so dran. Einfach alles weglöten. Alles weglöten, alles wegmachen, braucht ihr alles nicht mehr. Aber das nicht wegschrauben, da holt sich die Bühne immer Strom. Deshalb einfach nur alles, was da dran gelötet ist, irgendwelche Kabel, alles wegmachen. Braucht ihr alles nicht mehr. Ja, und das war's, ne? Wenn die sich jetzt trauen, da auch zwei Gleichsperrsignale hinzubauen, die werden wissen, was sie tun. Ansonsten, jetzt zeige ich euch nochmal das andere Gleichsperrsignal von der anderen Seite. Der Bau war ein bisschen fremelig, aber sonst easy machbar. Hier noch ein paar Bilder, Impressionen. Es sieht einfach toll aus, ja. Also hier mal bei Dämmerung. Ja. Kommt jetzt sehr hell rüber, aber es ist eigentlich gar nicht so hell. Und hier mal eine ganze Videosequenz. Ja. Jetzt seht ihr auch, wie ich schön langsam abbremse, bevor ich zum Gleisaufgang, Abgang komme. Jetzt komme ich hier schön zum Stehen. Perfekt, ja. Ja, das Tolle ist jetzt, wenn man zum Beispiel zu zweit spielt,
kann der eine die Bühne kontrollieren, der andere muss fahren. Und dann kann der, der die Bühne kontrolliert, dann das Signal auf freie Fahrt stellen. Das sehen wir hier gleich, jetzt kommt die 94er von Fleischmann. Jetzt achten wir auf das Signal. Zack, jawohl, umgeschalten. Jetzt kann der Lokführer der 94er auf die Bühne. Ja, super. Ist wirklich nicht so schwer, wie man denkt. Traut euch, vor allem, wenn ihr da nicht so Signal noch einbaut, wie ich es tue. Falls ihr Fragen habt oder so, gell, ab in die Kommentare damit. Ich mache gern, sehr gern noch ein genaueres Video, falls ihr das wollt. Aber ich glaube, es war jetzt sehr, sehr verständlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Würde mir sehr viel helfen. Vor allem Video schneiden ist verdammt viel Arbeit. Ja, wer auch so einen YouTube-Kanal hat, weiß, es ist nicht gerade einfach. Ich hocke hier stundenlang vor dem PC. Und Film muss ich ja auch noch. Aber, naja, ich mache es sehr gern. Ansonsten wünsche ich euch wie immer allzeit gute Fahrt. Dankeschön fürs Schauen und noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.